Hallo zusammen und guten Abend. Ich habe mich entschieden, hier die kreativen Aufgaben jetzt doch auch mal noch mal ein bisschen ausführlicher zu zeigen, weil da so hohes Interesse dran ist. Es gibt immer jeweils eine bunte Version und auch eine schwarz-weiß Version zum Ausmalen auch. Also, sind Sachen für die Natur dabei, Sachen alleine mit Freunden, Lieblingsplaylisten, Rezept als Sketchnote, Brettspiel mit und für die Familie entwickeln, sind individuelle Sachen dabei, ein Joker, etwas modernere, aktuellere Sachen, Stop-Motion-Video drehen, soziale Sachen innerhalb der Wohnung, Bucketlist, Gedicht, Witze auswendig lernen, schöne Sachen aufschreiben zum Thema Dankbarkeit, worüber man froh ist, schadet aktuell absolut nicht. Tagebuch vielleicht auch schreiben, verschiedene Spiele, Anregungen an YouTube-Videos oder sonstigem. Dann ganz neu, jetzt auch was für Mathe, aber hoffentlich nicht einfach nur langweilig, zum Beispiel hier das Wettertagebuch oder auch was zu Wasser in der Badewanne, wie viele Stuhlbeine es in der Wohnung gibt und wie lang die insgesamt sind, Mathe-Zaubertrick, auch hier einen kleinen Joker mit einer Extra-Aufgabe, was zu den hoffentlich nicht gehamsterten Nudelpackungen, weitere Zählaufgaben. Auch hier wieder verschiedene aktuellere Sachen, Sachen, die man auch online machen kann oder soll, wie hier das Meme. Verschiedene Spiele, Sachen, die man alleine machen kann, aber auch öfters mal die Eltern oder auch Geschwister brauchen kann. Ja, ausrechnen, wie viele Minuten Unterricht bis jetzt ausgefallen sind, ist vielleicht auch ganz spannend. Etwas kreative Sachen, wie hier die Zirkelblume oder man könnte Tiere mit geometrischen Formen machen. Umfang eines Baumes berechnen oder ausmessen und danach den Durchmesser berechnen. Ganz verschiedene Sachen. Und die zweite Version war ja zum Thema Deutsch, sowas wie hier Handlettering ausprobieren. Viel geht es auch ums Aufschreiben oder schriftliche Sachen natürlich auch, Lesen. Aber immer mit einem etwas kreativen Twist mit dabei. Hier die Tagebücher auch von Eltern oder Großeltern. Ganz wichtig finde ich aktuell, sich Gedanken zu machen, was Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, was die sozialen Berufe machen. Hier das Dependant zum Harry Potter, Felicitas, wie heißt das nochmal, dieser Zaubertrank? Stadt, Land, Fluss, klar. Ich habe versucht, einfache Sachen wie die Elfchen, aber auch ein Sonett hier mit reinzubringen, dass es auch verschiedene Altersklassen lesen können. Bam, ein Comic, Lieblingsbuch. Ganz, ganz viele Aufgaben sind von euch gekommen oder auch auf Twitter. Die habe ich einfach nur zusammengesammelt und hier mit vielen schönen Illustrationen von Sarah Pecorino und Kate Hatfield zusammengepackt. Modernes Märchen. Guckt euch mal den Frosch an. Werbung drehen. Blackout Poem oder Blackout Poetry unbedingt ausprobieren. So toll. Ja, ganz viel Spaß damit. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und sehr viel Kraft.